Ja, hier geht es jetzt nochmal richtig zur Sache, Leute. Das ist, muss man sagen, ähnlich wie, also wir haben gestern off-stream oder on-stream darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, aber von der Größe, von dem Anteil am Nischenparfum-Markt ist Xerjoff und Parfums Normali, die sind schon alle relativ ähnlich. Ja. Ne? Ungeschlagen auf der Nummer 1 ist Tom Ford, meine ich. Die sind die größten aktuell. Und hier haben wir jetzt wirklich, hier geht schon die Post ab. Ja, ne? Ja, und was geht jetzt hier ab? Also man muss sagen, erstmal grundsätzlich zur Marke, irgendwas mit Pferde. Pferde, weil die Historie so, oder die Geschichte von Parfums Normali basiert auf dem König Ludwig oder Louis dem 14. aus Frankreich, und der hatte eine ganz, ganz große Leidenschaft einmal für Düfte und für Pferde. Mhm. Und er hatte an seinem Château de Marly, wo Parfum de Marly auch noch benannt ist, ganz, ganz viele edle Pferde und auch ein relativ großes Areal mit verschiedenen Brunnen, wo Düfte, also wo Duft quasi drin war. Also er hat so ein bisschen dieses Joie de Vivre, das schöne Leben in Frankreich, sehr stark zelebriert an diesem Château de Marly. Und das ist so ein bisschen die Basis der Geschichte von Parfum Normali. Also sehr, schon traditionelle Wurzeln, sehr französisch, aber den Twist dann jetzt so mit den Düften. Und ich glaube, das weiß deine Community im Zweifel auch in die Moderne. Also schon jetzt keine altmodischen Düfte, sondern schon auch für jüngere Leute. Und wenn ich lese, dass 15-Jährige eine Duftempfehlung haben wollen, dann haben sie es ja schon geschafft, auch dass da der Twist zwischen dieser traditionellen Geschichte und der Parfumkunst mit jungen Kreationen. Also, wenn wir jetzt hier einsteigen, also wie gehen wir vor? Womit beginnen wir? Von mir aus ein Bestseller. Ja, was ist das meistgekaufte Parfum? Man muss natürlich sagen, wir haben auch wieder heute Bundles, da spreche ich später drüber. Aber wenn ihr jetzt einen Duft einzeln haben wollt, ne, weil das immer ein großes Thema ist, wir haben unser Duftset mit dabei. Das heißt, es sind 5 Milliliter von jedem Einzelnen. Viele von euch werden ihn vielleicht schon haben. Am Ende, wenn ihr auf Reisen geht, ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit. Und wenn ihr dann wenn euch noch einer fehlt, dann könnt ihr auch mal hier nochmal alle testen. Also das sind alle Berserker, Orange Flamingo, Arabian King und Air Tiger sind da mit dabei. Du hast sie auch getestet, was sagst du? Die? Super. Also sehr intensiv und stark, aber stimmt, ja, das für Macher. Wenn ich an den 11-jährigen Jungen denke, ja, das stimmt, das stimmt. Also für die Leute, wisst ihr noch den Bräuninger Stream? Als wir den Power Store hatten, den Bräuninger Stream, da hat ein 11-jähriger Air Tiger genommen. Und da haben wir gerade drüber gesprochen, habe ich gesagt, also das ist ein Macher, ne? Ja. Also die Düfte sind schon das Powerhouse. Ja, aber Orange Flamingo wäre jetzt auch mein Favorit. Ja, das soll der meistverkaufste. Hammerduft. So, also wir fangen an mit dem Bestseller, der ist? Leighton. Und hier geht es um Apfel, Mandarine, Lavendel, Jasmin, Guaiacholz, Sandelholz, Kardamom, Pfeffer und ein bisschen Vanille. Yes. Der Duft oder Parfums de Mali, gibt es die schon lange, die Marke? Seit 2010, und das war auch tatsächlich unsere erste Duftmarke. Also Hans-Peter hat sich persönlich mit dem Gründer getroffen. Ist das der Schüchterne vom Jeremy-Video? Nee, das ist Ivan. Ivan ist der Managing Director in den USA. Ah, okay, okay. Genau, also Julien Sprecher ist der Gründer von Parfum Normali. Und der hat die Marke gegründet, tatsächlich gestartet mit der Arabian Breed Kollektion, wo ich jetzt heute nur einen oder wie heute nur einen besprechen, weil das so der Geheimtipp quasi ist. Und die anderen Düfte waren wirklich, haben wie ein Pferdestall gerochen. Also super intensiv, super ledrig, stark. Krass. Und die Marke hat da halt einfach noch überhaupt nicht so extrem funktioniert, wie sie jetzt halt durch die Decke geht. Ich muss eine Sache sagen, also jetzt gerade hier so von dem Setup, wenn man mal so guckt, ne, das passt hier echt so gut rein, ne, mit diesem Pferd auch so, und das sieht auch schon gut aus. Ja. Cool. Also Leighton, was, also für wen ist Leighton? Warum, wenn man jetzt Leighton, Einsatzbereich, was sagst du? Also ich finde, Leighton kann man eigentlich auch blind jedem empfehlen, der einen Nischenduft haben möchte, in die süßliche Richtung gehend. Mhm. Weil er ist ja schon durch den Lavendel, finde ich, ein bisschen lieblicher, spritzig, Bergamotte, aber trotzdem hat er diese hölzernen Noten. Finde ich, ist ein guter Nischenduft, kann man blind empfehlen, wenn man einen leicht süßeren Touch haben möchte. Ja, das war auch der, wo wir beim Herbert gestern gesagt haben, Signature-Dufte, genau. Also genau. Das ist ein Duft, den kann man einfach, und passt auch gut zu Ferrari, ne? Ist auch so ein Thema. Ja. Sehr, sehr schöner, gefälliger Duft, wenn ihr jetzt gar nichts habt und ihr seid jetzt so, pass auf, ich habe jetzt, ich möchte was Neues kaufen, ich möchte was Neues erfahren, und man fängt bei einer Marke natürlich immer mit dem Flaggschiff an. Dann müsst ihr keine Experimente machen. Leighton ist, glaube ich, gerade durch diese fruchtige Mischung sehr gefälliger. Viele Komplimente werdet ihr auch mit dem bekommen. Ja. Das ist einfach, der entwickelt sich schon gut, super Langlebigkeit. Ja. Ja. Dann steigen wir mal ein. Was haben wir noch als Next?
Vielleicht das Pendant Glätten exklusiv. Der hat mir, glaube ich, besser gefallen. Ja, der hat dir besser gefallen. Ich möchte die Leute natürlich nicht verwirren, aber ich verwirre die Leute jetzt. Mir hat natürlich Glätten exklusiv besser gefallen. Und es wird höchstwahrscheinlich an der Kardamom-Note liegen, weil Kardamom bin ich ein großer Fan. Er ist einfach ein bisschen dunkler, er ist ein bisschen böser, er ist rauchiger, er ist deutlich rauchiger. Er ist nicht mehr so lieblich, also er hat auch Süße mit drin, aber Leighton Exclusive ist einfach nochmal ein bisschen dunkler. Ja, ich würde sagen, hat mehr Wumms als Leighton, wenn man nochmal so ein bisschen mehr wahrgenommen werden möchte auch. Ja, das ist so diese typische Gebauer-Sache. Würde ich so sagen. Ne? Ich finde ihn ein bisschen zu intensiv, ja, kann weil sein. Er auch schon extrem präsent ist und auch ein Spritzer. Du füllst den Raum, du merkst es sofort. Ja, cooler Duft. Vielleicht auch für Leute die Assoziation, dieses rauchige Kardamom. Wenn es da draußen Leute gibt, die Erteiger, wo er sagt, mein Erteiger ist mein Duft, check den gerne ab. Er ist vielleicht ein bisschen alltagstauglicher. Dann solche Parfümvorstellungen öfters geplant, einfach toll, stilvoller als QVC. Ja, wir geben uns natürlich wir geben uns immer sehr viel Mühe. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das in diesem Setup so gemacht haben. Da muss natürlich auch immer die andere Seite mitspielen, dass wir einfach all diese Sachen auch zur Verfügung haben und auch einfach euch sowas zeigen können. Aber wir merken natürlich, es macht viel Spaß und ich denke mal auch für, sag ich mal, nächste Streams, da wird noch was folgen und da werden wir noch mal was machen. Ja. Bestimmt, ne? Ja, was ist der nächste Duft, den du uns zeigen möchtest? Pegasus. Dann machen wir einmal Pegasus. Das sind auch, Pegasus ist, glaube ich, das ist auch so die Marke. Also der also Duft, hat, ne? Ja, hat auch die ganz klare DNA, finde ich, von Parfum de Mali und spielt da ja auch mit diesen Key Ingredients viel auch wieder mit Bergamot, Lavendel und dann mit einem anderen Twist. Ambra, Vanille, Sandelholz, Lavendel, Mandel, Jasmin, Bergamotte, Heliotrop und Kümmel. Also ich finde diese Mandelnote, die kommt da schon raus. Ja, aber ich finde auch Kümmel. Kümmel, du findest Kümmel. Ich finde, der ist auch auf eine gewisse Art und Weise würzig, obwohl der sehr, sehr süß ist. Würzig ist er. Das kann der Kümmel sein. Wir sagen auch schon mal metallisch, aquatisch, obwohl da ja eigentlich keine Frische in dem Sinne drin ist, aber trotzdem finde ich, ist der so. Normalerweise, wenn ich hätte jetzt als Assoziation gesagt, so typischer Duft, den so Prada-Leute, so wenn ihr so seht, die ganzen Leute so Prada-Sachen anhaben. Ich rede jetzt nicht von diesen Leuten, die so, sondern ich rede wirklich die Leute, die jetzt so ein bisschen, wie nennt man das nochmal? Wie nennt man nochmal die Leute, die so immer Prada so, also einfach so, ja, das ist so dieser Vibe irgendwie. So designermäßig und so. Dieser clean Look. Clean Look, ja, so. Sehr straight. Man weiß, straight. Was man will. Ja. Das ist. Ja. Würde ich auch sagen, wenn man jetzt abends mal weggeht und viele Menschen da sind und man den drauf hat, wird man auch so sagen, so, das riecht aber gut. Ja, wird man auch viel drauf angesprochen. Das ist schon ein Duft, der sehr markant ist. Hast du den auch mal getragen? Ja, den würde ich auch so, den trage ich auch. Okay. Also ist auch meiner Favoriten. Das ist schon sehr besonderer Hype Duft. Beast, genau, Hype Beast. Ja, solche Leute, die so dann auch mit ihrer Keyball zum Einkaufen rumgehen. Ja. Ja. Dann vielleicht in der Kollektion bleibend von den Metallics mit Harrod. Harrod. Auch bekannt unter den Düften, sehr bekannt. Hier geht es um Zimt, Lorbeer, Weihrauch, Labdanum. Oh, Labdanum ist auch sehr gut. Patchouli, Vetiver und Vanilleschoten auch wieder. Okay, was haben wir hier? Da würde ich sagen, da sind wir auch wieder so ein bisschen. Das ist Miami South Beach ohne Oud. Hätte ich gesagt, ist deutlich süßer irgendwie, ne? Ja, absolut. Gourmand, finde ich, da kann man so ein typischer Gourmand-Duft. Ja, Gourmand-Duft, aber auch nicht zu süß. Ja, ist eine sehr, 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 sehr schöne Komposition, aber man muss sagen, sehr rund. Das ist nicht stechend und nicht schlecht, gut gemacht. Ist der Lieblingsduft von meinem Vater. Tatsache, ja? Okay, cool. Geht in diese Kirscharoma. Ja, könnte man vielleicht auch als Assoziation. Finde ich Lorbeer ein bisschen stärker. Aber doch, ja, Kirsche vielleicht durch Vanille, Zimt, das assoziiert man ja auch oft. Ist auf jeden Fall etwas Süßeres aus der Kollektion. Genau. Dann? Wenn wir hier die ganze Zeit stehen, sollen wir vielleicht Haltern auch testen. Ja, Haltern. Das war, genau, Haltern, Haltern. Wir sind ein Oud-Duft. Der ist mit Oud? Den haben wir letztes Jahr im Juni released. So, hier haben wir Adlerholz, Patchouli,
Vetiver auch wieder und auch wieder Lavendel und Muskat-Salbei. War das der Salbei-Duft bei mir aus dem Stream? Ja, geht eigentlich. Doch, Salbei, doch, das ist der Salbei-Duft. Wenn ihr Salbei mögt, kennt ihr diese Bonbons, Salbei-Bonbons? So riecht der Ansätze davon. Ja. Nachher kommt noch so ein bisschen dieser Pralinen-Akkord auch raus, das ist der süßlich. Der hat mich, glaube ich, im Stream auch überzeugt, kann das sein? Ja. War auch unter deinen Top 3 oder 4. Haltane, also hat das, also ach, das war der letzte Release, darum ist er hier auch so prägnant, ne? Das, das ist tatsächlich hier auch ein Pop-Up gewesen, was wir im Oberpollinger letztes Jahr gespielt haben. Mm. Das ist die Haltan-Bar, die haben wir da präsentiert. Sehr, sehr schöner Duft. Also muss ich sagen, wenn man ein bisschen, wenn man Salbei mag, also bitte erinnert euch, geht in euch, ne? Bedenkt darüber nach, ist Salbei eine Duftrichtung, die man auch im Körper haben möchte? Ich würde sagen, ja, jetzt zu der Zeit, diese typischen Salbei-Bonbons, die man auch in der Apotheke bekommt. Und davon einen Duft, der aber sehr alltagstauglich ist. Würde ich auch im Alltag jederzeit tragen. Ja. Cooler, cooler Duft. Gefällt mir sehr gut. Ist auch sehr, sehr schnell vom Umsatz her gestiegen. Ja. Also für einen neuen Launch ist es echt nochmal so eine gute Ergänzung, weil es gibt ja viele intensive Düfte bei Parfum de Mali, aber diesen Oud-Salbei-Mix. Aber ich bin jetzt eigentlich hyped auf diesen, auf den roten. Den müssen wir auspacken. Den müssen wir auspacken. Ja. Und zwar, das war irgendwie. Karlan, was war nochmal damit? Irgendjemand hat zu mir gesagt, oder was war nochmal mit Karlan? Das, war das Jeremys Lieblingsduft? Ja, das war Jeremys Lieblingsduft. Okay, ja. Pass auf, ja. jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Packen das wir war, aus. Ja, natürlich packen wir aus. Muss so. Der hatten wir nicht da und dann, ja, den hatten wir nicht da und dann hatten wir ihn nicht da. Dann konnten wir nicht testen. Hier schreiben die Leute schon. Ah ne, Haltan sehr nice, ja, okay. Karlan, Leute, kennt ihr diesen Duft? Das Flakon, die Verpackung sieht schon mal, ja, sieht schon mal also gut aus. Farbe mit Rot natürlich da auch etwas gezaubert. Ja, den haben wir, glaube ich, 2019. Oh, okay. 2019. Boah, das ist ja Ferrari, ne? Ja. Ferrari Rot, das ist der Duft, Ferrari Rot. Golden Rolex, Red Ferrari. So. Gucken wir mal jetzt. Okay, was haben wir hier drin? Wir haben hier Moos, Edelhölzer, Tockerbohne, weiße Sandelholz, Lavendel, Orangenblüten, Kaschmirholz, Blutorange, schwarzer Pfeffer. Spannend. Mhm. Sehr, also das, darunter stelle ich mir, also das gepaart mit Ferrari ist genau das. So maskuliner Duft. Wenn du in Ferrari fährst, dann nimm den Duft. Der ist italienisch geprägt. Also sorry, also du sagst wahrscheinlich Französisch, aber ich sag, das ist ein Italiener. Ja, das sehr männlich, finde ich. Das ist schon sehr prägnant irgendwie. Ja, muss ich sagen, also der gefällt mir schon sehr gut. Ja. Ist schon also sehr gut. Die Blutorange spürt, also riecht man da schon auch sehr extrem raus. Also ist kein polarisierender Duft. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand da sagen würde, so oh mein Gott und so weiter. Die haben jetzt das auch jetzt nicht. Oder was sagst du? Ist gut, ne? Ja. Riechen wir überhaupt noch was? Boah, ich muss gerade eingeatmet. Also toll, toller Duft, muss ich sagen. Schön, dass wir den aufgemacht haben. Richtig, richtig schöner Duft. Für Sommer, für Dings, maskulin, toller Duft. Also Leute, wenn ihr keinen Ferrari fahrt, ist aber das auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze zu kompensieren. Habe ich zu viel versprochen? Nee. Ihr müsst keine 1,6 Millionen Euro ausgeben, ne? Ja. Also ist ein, wie soll man sagen, das ist schon so ein bisschen Toskana-Mix. Was haben wir hier drin? Wir haben hier schon eine Zitrusnote. Ja. Aber eigentlich nicht, steht ja nicht hier, ne? Zitrusnote haben wir nicht drin. Gewürze haben wir drin. Ich glaube, die Blutorange macht dieses Zitrische, weil das ist ja letztendlich auch ein Obst aus dem Zitrusgewürz. Ja, Blutorange, also man riecht irgendwas Zitrisches. Gewürze hat man mit drin. Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Ist auch businesstauglich, ne? Also da muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir den aufgemacht. Das ist auch eine Ansage, finde ich. Also man trägt den und der ist eine Ansage. Aber nicht auf die Art und Weise der anderen Düfte schon, sondern eher so ein bisschen männlicher noch. Ja, ne? Ja. Guck mal, diese Düfte, die mir zum Beispiel gefallen, so wie die dir gefallen, die sind immer irgendwie gleich. Also ja, ähnlich. Man kann das herleiten. Ja, ne? Ja, auf jeden also Fall. Wenn ihr zum Beispiel meine Düfte oder wenn ihr generell meinen Geschmack teilt, dann wäre das, glaube ich, etwas. Ja. Sehr, sehr cool. So, was haben wir noch? Percival. Achso, das ist der Geheimtipp, ne? Ach, der Percival ist nämlich mein Lieblingsduft gewesen, als ich im Stream war. Ja. Percival war der Wall Street Banker. Genau. Wisst ihr? Absolute Businessman. Der absolute Businessman. Ja. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie Angelina Pacioli. Aber halt auf Wish bestellt. Also, guckst du Angelina Paciolis Videos? Ja, ich. Ey, was die erzählt, ne? Die müssen wir auch noch mal einladen. Mit der müssen wir eigentlich mal einen Livestream machen, glaube ich. Oder?
Mit der müssen wir mal einen Livestream machen, weil die Angelina, ich wollte mir als erstes Video auch anschauen, das war aber auch schon sehr lang, Percival, sie hat ausgedacht, also, ich bin, wenn ich den rieche, sehe ich New York, da sehe ich die Wall Street, da sehe ich einen Mann in einem dunkelblauen Anzug mit Nadelstreifen in weiß, ein weißes Hemd und eine blaue Krawatte, dazu braune Schuhe, der gerade morgens entlang geht, auf dem Weg zur Wall Street. So würde Angelina das sagen. Was? Er wird gefahren, sorry, er wird gefahren. Er fährt ein, Maybach. Er wird in einen Maybach gefahren, in schwarz, in einen schwarzen Maybach. Und dann geht er hoch in den 20., 35. Stock und so riecht der Duft. Also Suits. Suits, ja. Suits. Ja, das stimmt. Hier haben wir drin, es ist nicht so einfach zu beschreiben, weil der Duft wird der Beschreibung schwer gerecht. Also Moschus, ja. Mandarine, finde ich, kann man schon präsent sagen. Und dann kommt aber dieses frische, aquatisch-holzige dazu. Also ich finde schon, dass der am Anfang fruchtig ist. Der ist, ja, fruchtig am Anfang, aber Aquatik kommt da auf jeden Fall raus. Das ist ein Top-Business-Scent. Wenn ihr zu Hause Oxford habt, wenn ihr Oxford habt und sagt, ich möchte etwas ein bisschen von dem Holz, ein bisschen weg zu diesem aquatischen Meer, zieht euch den. Ja. Also wirklich, das ist so... Auch ein sportlicher Duft. Da sehe ich auch einen sportlichen Typen. Neben dem Businessman sehe ich auf jeden Fall jemanden, der sportlich ist. Also wirklich toller Duft. Percival, auch der Name klingt auch schon so ein bisschen arrogant. Finde ich ein cooler Duft. Den fand ich schon super. Nein, ich teile deinen Geschmack nicht, aber deine Meinung. Ja, siehst du, das reicht. Das reicht. Was nehmen wir als nächstes? Das haben wir, glaube ich, doppelt. Wollen wir bei frischeren bleiben? Dann machen wir Sedley. Sedley, ja. Genau. Sedley. Sedley. Was war nochmal mit Sedley? Sedley und Greenlee sind eigentlich so die frischesten Düfte, die Mali hat, wo man erst gedacht hat, okay, das ist Parfum de Mali, weil die haben ja schon so eine, sag ich mal, einen Signature-Duftcharakter. Wir haben hier drin Weihrauch, Sandelholz, Geranium, Lavendel, sonnige Noten, grüne Minze, wässriger Akkord. Mhm. Okay, würde ich jetzt spontan eine Assoziation mit dem grünen Garten nehmen? Ja. Gerne. Ich wäre am Wasser. Du wärst am Wasser? Mhm. Ja, kann man auch sein. Vielleicht am Wasser im Garten. Geht ja auch. Okay, ist ein frischer Duft, ist sehr easy to use. Mhm, absolut. Sommer, drauf tun, easy to use. Ja. Ist okay, aber würde ich jetzt sagen, ist von denen hier jetzt nicht so der stärkste. Was war mit dem ganz dunklen da vorne? Oajan. Wie? Oajan. Oajan heißt der? Yep. Vielleicht heißt der Ojan. Oajan. Der ist schon die Flasche, weißt du, wenn dunkle Flasche, da bin ich jetzt mal gespannt. Der kommt auch aus der Arabian Breed Collection. Zimt, Honig, ja. Da bist du eigentlich wieder drin. Doch, den mag ich. Ja, okay. Ja, doch, den finde ich. Zimt, Honig, Vanille, Tonkabohne, Labdanum, gut, Ambra. Das ist ein, ist auch sehr underrated, aber in der Community schon echt geliebt. Das ist auch so ein Duft, Tom Ford, Oudwood, diese Generation oder dieser Produkttyp. Ja, ja. Sehr voluminös, dunkel, verführerisch, cooler Duft für abends. Ja, aber trotzdem diesen süßen Twist wieder da mit drin, also durch den Honig. Der hat eine gewisse Süße, muss ich sagen, ist schon auch verführerischer Duft. So. Mhm. Ja, finde ich auch. Hohes Volumen, ganz, ganz raumerfüllend, toller Duft. Also, ja. Den haben wir, glaube ich, im Niche Lover Package. Ja? Ja, also den haben wir mit Carly, den können wir dann auch riechen. Ah, okay, ja, dann zeig mal den noch. Gleich sprechen wir auch nochmal über die Bundles, die wir haben. Wenn davon noch welche übrig sind, natürlich. Das ist Carlisle oder Carly? Carly, der gute Carly. Ja, ist manchmal nicht so einfach, natürlich die ganzen. So, was haben wir hier drin? Wie ist der bei mir abgeschnitten? Gut. Gut ist der bei mir abgeschnitten. Doch, also Vanille, Patchouli, Tonkabohne, Osmatus, Rose, grüner Apfel und Muskatnuss. Ich finde die Tonkabohne sehr präsent. Oh, ist auch ein starker Duft. Tonkabohne. Mhm. Also Leute, Tonkabohne, ich glaube Tonkabohne haben wir so gut wie nie eigentlich bei einem Duft. Ne? Tonkabohne, überleg mal. Haben wir wirklich nie eigentlich so wirklich bei anderen Herstellern? Selten, ja.
man auch sonst bei Parfum de Mali wenig. Da ist ja viel auch mit Bergamotte, Lavendel und der sticht da schon raus. Also ja, ist, ja, ist auch ein sehr, sehr, sehr anderer Bereich. Tonkabohne, ich hoffe, ihr kennt Tonkabohne, denn da muss ich euch nichts erzählen. das ist, Tonkabohne riecht sehr ähnlich wie Vanille. Ja, es besteht eine, aber es riecht schon anders, aber es hat eine süße Aromatisch Variante. Aromatisch noch, ja. Ich finde es ein bisschen aromatischer noch als Vanille. Welche Bundles haben wir denn? Ach so. Also wir haben auf jeden Fall Niche Lover, das ist Kalai und Oajan. Oh, das sind aber zwei Heavy Hitter. Also das sind wirklich also zwei Brutale. Ich glaube, wir haben es, For the Brave. For the Brave. Ja, das so würde ich, For the Brave würde ich auch sagen. Das sind Düfte für Leute, die schon sagen, okay, hier bin ich, guckt mich an. Das ist eine super Sache. Ja. Was haben wir noch? Dann haben wir Summer, das ist Sedley und Greenlay. Greenlay ist auch sehr unterschätzt, das kann ich dir auch noch danach zeigen. Bestseller Pegasus. Layton. Okay, Pegasus Layton, das ist natürlich, Pegasus Layton ist dann wahrscheinlich meistverkaufste Ding. Office, Percival und Layton exklusiv. Okay, auch gute Kombination, ja, sehr gute Kombination. Ja, genau. Und dann, wenn muss ich nochmal, ich glaube Evening war Harrod und Haltern. Okay, da sehr gute Kombination. Was steht hier? Sedley kostet im Shop in beiden Größen 2,50, ja, passen wir sofort an. Aber müssen wir das auch machen. Ja, das ist jetzt der Geheimtipp, ne? Mein Geheimtipp. Also das ist, wie heißt der? Galloway. Galloway, ja. Okay, also das heißt, der Duft ist auch generell so ein bisschen under the radar, oder? Ja, voll. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Den Nadelstreifenkostüm auch, den hatten wir nicht getestet, weil den habe ich ja nicht da gehabt. Wir haben hier Ambra Vanille, Orangeblüte, Iris. Oh, Iris das erste Mal mit drin. Orange und Birne. Ui, das ist aber eine wilde Kombination. Alter, in Weiß. Oha. Okay. Da gucken wir jetzt mal rein. Oder gehe ich mal rein, was denn da so los ist. Bin gespannt, was du sagst. Habe Galloway gerade aufgetragen. Mmh, ganz was anderes. Ja. Galloway, ganz was anderes. Was riecht denn da raus? Ist das auch, ist die Orange, ne? Orange. Ist auch Orangenhaut so. Ja, sehr. Grüne Orange. Erinnert mich ein bisschen an Renaissance von Xerjoff. Ist ein cooles Ding, kann man glaube ich auch gut mit Hölzern mischen. Layern würde ich sagen, mit einer Holznote. Ah, okay. Haben wir ein Touchscreen hier? Nee. Achso. Ach, hier unten? Wo? Achso. Ah, okay. Siehst du, da sind wir. Weiter geht's doch hier. Okay. Sehr, sehr spannender Duft. Mhm. Ganz andere Richtung. Und ist für jeden, glaube ich, für den Sommer sehr, sehr gut, ja. Wenn man Orange Flamingo mag und man möchte vielleicht eine etwas direktere Richtung mit Orangenhaut haben. Grüner Duft, sehr, sehr gut. Mhm. Typischer Sommer. Ja. So Summer Scent. Ja, würde ich auch sagen. Sehr, sehr frisch, aber trotzdem irgendwie würzig, kräftig. Würzigkeit ist mit dabei. Also sehr, sehr spannend. Ja, und dann gucken wir nochmal bei dem Grün mit dabei, was in unserem Summer Bundle mit drin ist. Und der entwickelt sich, finde ich, bei jedem anders. Also machen dürfte ja grundsätzlich. Aber finde ich bei dem nochmal sehr besonders, dass man das da auch nicht so rauserkennt oder rausriecht, wenn jemand das drauf hat. Der ist, also, wie heißt der? Greenlay. Das ist, das ist wie wenn man einen frischen Apfel einfach reinbeißt. Das ist es, ganz Apfel. Frisch. Ja, da ist grüner Apfel drin. Und da müsst ihr nicht an Amabile denken, der unser absoluter, also wenigst verkaufter Duft ist, sondern das ist wirklich ein schöner grüner Apfel. Greenlay, das passt dazu. Mhm. Schauen wir mal, was wir noch hier drin haben. Trockener Amber, dunkler Rum, Mandarine, grüner Apfel, weiß, Zedernholz und ein Zitronensorbet. Mhm. Ja. Das wäre auf jeden Fall der Sommerduft, den man so wegkaufen würde. Genau, also wenn man jetzt sagt, man möchte einen Sommerduft, wäre das, glaube ich, mein Duft. Ja. Also den würde ich nehmen. Gerade dieses Zitronige und so weiter. Schöne, schöne, nicht stechende Zitrone, tolle, süße Zitrone. Sehr, sehr schön. Also muss ich sagen, ich hoffe, wir haben hier einfach mal euch den besten Überblick so gegeben von allen verschiedenen Sachen. Möchtest du noch etwas zeigen, oder? Ich glaube, wir hätten sonst nur noch Carla. Ich weiß nicht, ob wir den. Hau den raus. Wir machen noch mit Carla weiter. Dann war's das. Und dann haben wir auch tatsächlich alle einmal ohne Vorlesen
hinter uns gebracht und haben alle durch und darüber gesprochen. So, Karlan. Karlai. Karlai. Da war noch einer, Gendolfin? Nee, Karlai. Ja, ich weiß, aber Gendolfin? Achso, Karlai. Nee, Gendolfin. Godolphin. Ja. Nick. Ja. Ja, Godolphin, den habe ich dir nicht mitgebracht. Ach so, okay. Der gehört aber auch in die metallische Serie. Also ist noch mal würziger, orientalischer als Pegasus und Herod. So, den habe ich jetzt hier nicht, glaube ich, ausgedrückt. Auch Rum? Rum ist eine etwas stärkere Note, würde ich auch sagen, an all die Naxos-Lover. Die ist hier ein bisschen stärker drin. Ja. Gute Rumnote, aber nicht zu süß, würde ich tatsächlich für den Alltag auch nehmen. Ja. Jeder, der sagt, ich möchte vielleicht ein bisschen süßeren Touch haben, aber jetzt nicht übertrieben süß, der sollte sich das mal anschauen. Also Vanille auf jeden Fall ist auch mal drin. Könnte auch so ein Signature-Duft sein. Könnte jemand sein, der immer den trägt. Ja, aber schon muss schon auffallen, weil du mutig sein willst. Ja, ist schon, aber der wird nicht nerven. Der Duft wird nicht nerven. Sehr, sehr gut. Mein Gott, ey, was wir hier heute alles besprochen haben, oder? Ja, also, für den ersten Livestream. Ich hab dich auch nicht losgelassen, ne? Nee, ich dachte, es gibt eine Pause. Nee, du hast performt, dann haben wir einfach weitergemacht, ne? Was sagst du für jetzt? Also, geht klar, oder? Ja, wenn du willst, komm ich nochmal. Super, ja, das ist doch klasse. Ja. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses tolle Jubiläum und danke auch an die Marken, an alle, die uns geholfen haben, das Ganze so zu machen. Und dann sind wir raus für heute und wünschen euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann morgen früh wieder auf Instagram mit Fragrance of the Day. Danke, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Ciao, ciao.